Ja, welcome back, liebe Leute, zurück zu Skyrim. Man und sagt, an der Akademie der es Magier geht auch läuft gleich weiter. Hier, wir müssen ja noch irgendwie diesen Typen da finden, nur ich frage mich, wo wir da hin müssen, weil die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit Moment, hier war, das war das, okay. Jetzt habe ich so viele Sachen gezockt, jetzt muss ich einfach gucken, wo was ist und wo ich hier überhaupt hin muss. Ja, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Vielleicht kann es sein, dass ich, Moment. Die Kaiserlichen denken, dass wir ihre Gesetze benötigen. Dass ich hier wieder an der Seite da irgendwie... Aber warum wird mir das da oben angezeigt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt dreht sich's und... hä? Dann wieder... Oder muss ich... Hey du! Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oh, du bist ja wohl eine ganz, ganz wilde, wa? Ah, ihr seid zurück. Moment, ich muss mal einmal gucken, wenn ich mich recht erinnere. Es ging doch mal irgendwo, irgendwie, Schlüssel erforderlich, okay. Willst du nicht mal da aufmachen, Mensch? Also ich weiß gar nicht, wo wir hier gerade so sind. Alle der Toten, okay. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Hm. Auch Schlüssel erforderlich, das ist ja blöd. Also ehrlich gesagt, ich weiß gerade absolut nicht, wo ich hin soll, weil ich muss hier irgendeinen Typen finden und dem das Amulett da zeigen. Aber momentan wo müssen wir hin, verdammt nochmal. Die folgt mir, oder was? Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Soll ich das mal? Ich werde dir dafür büßen, euch in die Angelegenheiten der Dalmor eingemischt zu haben. Sorry, aber, sie hat angefangen, oder? Moment, da muss man gleich mal gucken, Geht auf jeden Fall Notiz. Was denn? Ich habe guten Grund anzunehmen, dass die Zielperson in den nächsten Tagen in Rifton eintreffen wird. Zwar ist Diskretion erwünscht, aber die Eliminierung der Zielperson hat absoluten Vorrang. Die üblichen Vorschriften, wonach eine Aufdeckung eurer Identität unbedingt zu vermeiden ist, gelten nicht. Ihr werdet nötigenfalls auf einen Posten außerhalb von Himmelsrand versetzt, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen. Enttäuscht mich nicht. Hey, okay. Ja, ich würde sagen, die hat auf jeden Fall wen enttäuscht. Ja. Mich auf jeden Fall. Expertenschloss. Können wir ja mal. Oh, 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 oh. Ach, Mensch. Komm schon, das muss doch... Oh, scheiße. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen runtergehen. Oh, ich habe das zu lange nicht gemacht. Scheiße, ne. Ey, können wir uns darauf einigen, Schloss, dass du einfach mal aufgehst? Au! Ey, komm, der war eigentlich schon durch. Nein. Nein.
Ach, hau ab. Na bitte. So. Und hier? Schlüssel erforderlich, okay. Gut. Riftwald, okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich muss doch irgendwie hier eine... Ja, toll, Schlüssel erforderlich. Ich muss doch irgendwie... ich muss bestimmt irgendwie in diese Diebesgilde rein. Oh, jetzt habe ich den bescheuerten Korb auch noch genommen. Der Korb kriegt mal wieder einen Korb. So. Ah, ich glaube, hier war das. Aber hier komme ich nie rein. Okay, wen haben wir denn hier? Hallo. Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Ja, was kannst du mir über den erzählen? Er ist der Bewahrer aller Völker. Und trotz der Kaiser, ein gläubiger Nord, würde lieber im Kampf fallen und die Erde mit seinem Blut tränken, als dem Kaiserreich zu erlauben, Talos Namen aus der Liste der Gottheiten zu streichen. Eigentlich will ich gar nicht mit dir über den reden. Was haben wir denn hier? Gut, Schwarzdorn, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß absolut nicht, wo ich hin soll. Ich verstehe das nicht. Der zeigt mir immer an. Obwohl. Da! Da! Okay. Wir müssen da einfach nur runter. Ja, warum haben wir das nicht gleich gemacht? Warum spackt das denn jetzt gerade so? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Wie kommen wir da runter? Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Met? Hau ab. Hau ab. Ey, wie? Ja, okay, so. Okay, das war ja easy. Ja, wir hätten natürlich auch hier die Treppe nehmen können. Okay, wir müssen irgendwie hinten lang auf jeden Fall. Stecken wir das erstmal ein. Ist eigentlich... Ach nee, wir sind ja immer noch alleine. Lydia ist ja gar nicht dabei, Mensch. Aber... Ich denke, das schaffen wir auch so. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall hin. Hier, 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 hier. Oh, das sieht gut aus. Dann wollen wir da mal anklopfen. Rattenweg. Hm. Hört sich ja interessant an. Ups, tala. Holzfäller-Axt brauchen wir nicht wirklich, oder? Ist da jemand? Was? Oh oh. Komm! Ich kriege euch! Das glaube ich nicht. Warum? Greift er mich an, der Penner? Ne, das wollen wir nicht. Nur einmal deinen Kopf abhauen. Lalalala. Elfenbogen. Oh, den nehmen wir mit. Der gibt gut was. Ja, hey, das macht ja richtig Spaß hier wieder. Skyrim. Was ist denn da? Schade, dass Lydia das nicht miterleben kann, wa? Oh, Geld. 10 Gold, super. Eine Heugabel. Doch. Brot. Ihr hättet nie herkommen sollen. Muss ich hier einfach nur so runterhüpfen oder wie oder was? Weil hier ist ja irgendwie. Hä, ist hier irgendwo ein Schalter, den ich gerade übersehe? Weil ich müsste doch eigentlich jetzt
hier rüber. Ich könnte ja eigentlich auch mal hier runter springen, oder? Machen wir kurz einen Quick Save. Sicher ist sicher. Und jo, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da noch mal einer, den ich umbatschen kann. Hängemoos. Was haben wir denn hier noch? Ach komm, das nehmen wir mal mit. Oh, hier ist noch eine Falle. Ah, ah. Ah, so, 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 so. Geht das. Hm, das sieht mir auch schon wieder nach Falle aus. Ist da jemand? Ja, Handstuch. Schuhe, Handstufe, ja, ja. Ich bin auch so eine Handstufe. Oh! Alle schubsen mich immer nur rum. Schubst damit! Ich schubs dich nicht rum. Ich setz dich einfach nur mal so dahin. Ja, den durchsuchen wir doch mal. Ring der Verjüngung, okay. Das nehmen wir mal mit. Ach komm, das Bier auch. Oh. Mensch, du kriegst ja eine Glatze. Ne, du hast eine Glatze. So, was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall Gold. Muss ich erstmal Lucky Lucky machen hier. Oh, sowas Blödes, ey. Meine Lydia ist nicht da. Das ist echt kacke, weil... Kacke und so. Okay, hier ist nichts. Von da bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Ich habe hier irgendwie so ein bisschen leicht die Orientierung verloren. Und ich weiß jetzt gar nicht, warum die mich direkt mal alle so angreifen, weil... Oh, wir sind ja... Alles fallen, meine Fresse. Ist hier irgendwas? Naja, das sieht doch schon mal... Ups. Nach einem Trank aus. Ja, hier ist auch noch einer. Sonst nichts. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, da war eine Falle. Aber mich hat's nicht erwischt. Was ist denn hier? Eisenstreitachs. Okay, brauchen wir nicht. Fuck, hier müssen wir echt aufpassen. Ich tu dir weh. Ich tu dir richtig weh. So. Ich muss mich echt mal wieder erstmal an Skyrim gewöhnen hier. Ich habe jetzt ein paar Tage wieder nicht gezockt. Und, ja, merkwürdig, echt. Also. Oh, Skiver, der Bettler. Ja, super. Danke. Lassen wir mal das Ding direkt runter, ja. Aber man guckt doch nicht in diese leere Kacke rein, Elo. Warum machst du das immer wieder? Soll ich mal was sagen? Expert, okay. Autsch! Oh, ey, komm. Ey, komm, bitte. Das war ja wohl. Oh. Ey, der verarscht mich jetzt gerade hier. Nein, nicht schon wieder. Okay, okay. Ich muss noch ein wenig weiter... Nein, 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 nein. Oh, Mann, ey.
Hey, bitte. Bitte. Oh, ey. Alter Schwede. Das kann doch nicht sein, ey. Muss noch? Nein, nein. Oh, komm schon, ey. Nein, ey, bitte. Geh doch einfach auf. Das funktioniert so nicht. Ey, komm schon. Oh, lecco mio. Ey, fuck you. Das ist so einfach nicht wahr. Ey. Ich will einfach dieses Danke-Schloss aufkriegen. Aber hier ist ja irgendwie nicht viel, oder? Hä? Hier bin ich doch gekommen. Wie bescheuert ist denn das? Habe ich das gar nicht mitgekriegt, oder was? Dass hier auch so ein Ding war? Okay. Gut, dann wollen wir mal da reingehen. Ich hoffe nicht, dass mich die ganze Gefolgschaft jetzt da angreift. Wer weiß, was dahinter ist. Oh, ho, ho, ho. Jo, anscheinend greift mich hier aber keiner an. Wo muss ich denn hin? Ich glaube nach dem Typen da irgendwo. Heuler. Ja, das ist ja ein toller Name. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Ach, verpisch dich. Hier gibt es keine Almosen. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Der Rattenweg hat schon viele unwillkommene Besucher verschlungen. Ich verschling dich gleich auch mal. Ihr habt euch wohl verlaufen. Ihr macht euch lieber besser davon, solange ihr noch könnt. Ja, der Rattenweg. Besucher verschlungen. Okay, die dunkle Bruderschaft benötigt eure Dienste. Oh, ich verstehe. Nun, und wie geht es Astrid denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Miet, einfach mal wieder zum Plaudern. Aber darüber können wir ja später noch sprechen, ja? Was kann ich denn für die Bruderschaft tun? Was könnt ihr mir darüber sagen? Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Egal, was ihr wollt, ich will's nicht hören. Ja, super. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Wenn zurück... Ihr was trinken wollt, solltet ihr auch nein, will ich nicht. Ups. Hier gibt es keine Almosen. Ups. Also, das Wenn heißt... Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Wo kommen wir denn hier hin? Rattenweggewölbe. Kommen wir hier irgendwo wieder... Ärger. Sonst gibt es Ärger. Ich geb dir gleich mal, sonst gibt's Ärger. Pappnase. Ich glaube, wir gehen hier einfach direkt mal wieder raus. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf nach Astrid und... Dann können wir ihr das mal geben. Moment, wir können ja jetzt direkt wieder hier rüber gehen. Jo, perfekt. Moment, Moment. Wow. Ja super, das ging ja schneller als ich gedacht habe, ey. Aber ja, so ein bisschen Probleme hatte ich ja, den Typen zu finden. So, jetzt wollen wir mal direkt hier wieder hoch.
Das müsste ich mir eigentlich echt mal merken. Und dann können wir eigentlich wieder hier raus, ne? Himmelsrand! Dann gucken wir mal, was die gute Astrid so für uns hat. Das wäre natürlich echt ein Spaß, ey, wenn wir den töten müssen. Mein lieber Mann. So, erstatte Astrid Bericht. Dann, da müssen wir hin. Dankeschön. Dann mal auf. Ja, die dunkle Bruderschaft. Da wollen wir jetzt erstmal hin. Ich muss mal vielleicht dran denken, dass ich demnächst mal wieder meine Lydia abhole. Weil so allein hier rumzulatschen bin ich irgendwie gar nicht mehr gewohnt. Irgendwas fehlt da. Meine kleine Lydia, die Falleninspektorin. So, dann wollen wir mal schauen, was Astrid da so zu sagen hat. Ist er zurück? Gut. Nun, was hat Mallory gesagt? Ist das Amulett echt? Jo, und extra für die Mitglieder des Ältestenrates hergestellt. Der Ältestenrat? Das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böser Junge. Einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern. Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? Jo, war er. Hier ist der Bürgschaftsbrief. Wunderbar. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Eine Hochzeit? Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen. Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Ja, wer ist das Ziel? Ihr Name ist Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen und genau das wollen wir auch. Vicky wird regelmäßig mit ihren Gästen sprechen, wie es der Brauch will. Wenn sie das tut, tötet sie. Und ich verspreche euch einen beträchtlichen Bonus. Geht jetzt. Und meine Empfehlungen an die Braut. Okay. Tja. Auf nach Einsamkeit mit euch. Solltet ihr nicht den ganz besonderen Tag einer gewissen Person ruinieren? Ja, das werde ich auch noch tun, aber... Welche Verbindung hat Vicky zum Kaiser? Eine hervorragende Frage. Vittoria Vicky ist die erste Cousine unseres geliebten Kaisers, Titus Mede des Zweiten. Vicky hat offensichtliche Verbindungen zum Kaiser. Ihr Gatte hat Verbindungen zu den Sturmmänteln. Ihre Heirat ist ein Schritt in Richtung Versöhnung. Ein Mord im Rahmen der Hochzeit würde also nicht nur den Friedensprozess ins Stocken bringen, sondern das gesamte Reich erschüttern. Der Kaiser wird zum Handeln gezwungen. Er wird nach Himmelsrand reisen, um die Folgen des Attentats zu bewältigen. Und die dunkle Bruderschaft wird bereits auf ihn warten. Okay, ja, und könnt ihr mir mehr Einzelheiten zu diesem Auftrag geben? Es geht um eine öffentliche Ermordung. Wie ihr das anstellt, bleibt ganz euch überlassen. Ein Pfeil in die Kehle? Ein Messer in den Bauch? Die Entscheidung liegt bei euch. Nur laut und dreckig muss es sein.
In der gegenwärtigen politischen Gesamtsituation wird das Volk annehmen, dass der Mord mit den Feindseligkeiten zwischen der Armee und den Sturmmänteln zusammenhängt. Jedenfalls wird mit Vickys Tod die reinste Hölle losbrechen. Ihr tätet gut daran, euch schon im Voraus einen guten Fluchtweg zu suchen. Okay. Ja. Auf mit Einsamkeit mit euch. Genau. Zeigt den Kaiser nachhaltig für einen Besuch. Genau, genau, ja. Das werden wir tun jetzt. Wir gehen nach Einsamkeit. Ja, dann wollen wir das mal erledigen. Das klingt ja einfach. Auf einer Hochzeit die Braut umbringen. Okay. Das ist nicht nett, Elo. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal, Einsamkeit war hier oben irgendwo, ne? Ja, wo wollen wir da hinreisen? Ja, ich würde sagen, ich werde hier aber erstmal einen Cut machen und dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir das anstellen und die Alte da umnieten, ohne dass vielleicht die ganze Stadt hinter uns her ist. Naja, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Lasst euch da mal überraschen und ich lasse mich auch überraschen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, sage ich mal tschüss und macht es gut. Bis dann.